Willkommen zurück. Eine neue Folge WoW The Burning Crusade Classic. Wir befinden uns jetzt im Nethersturm, noch in Area 52, aber wir wollen heute nach Kirinvar. So ein kleiner Außenposten der Kirin-Tor-Magier. Und da mal schauen, was es für Quests für uns gibt, wie die Lage dort ausschaut. Und was wir dort denn erledigen können, bevor wir dann zur nächsten Mana-Schmiede Duro uns begeben werden. Ja, und damit hätten wir dann auch diesen südöstlichen Brocken abgearbeitet, wenn wir an dem Turm, der dann gleich hinter der Mana-Schmiede auftauchen wird, die Quests abgeschlossen haben. Da hinten taucht der Magierturm schon auf. Und dann bin ich mal gespannt, was es da an Quests gibt. Auf der Minimap wird ja einiges angezeigt an Quests, also werden wir hier wahrscheinlich ein paar Folgen zubringen. Okay, was haben wir hier? Wir sollen 10 Magiertöter und Mana-Sucher besiegen. Dann 20 abtrünnige Geister auf dem Rathausplatz töten. Und Mana-Kreaturen suchen in der Umgebung. Okay, es sind noch einige weitere Quests. Mal sehen, was wir hier noch annehmen können. Den Schmiedehammer besorgen. Alles klar. Der hat hier noch was zum Verkaufen. Okay. Dann sollen wir Bessie finden. Was haben wir hier noch? Noch 4 weitere Quests werden ja angezeigt auf der Minimap. Nur hier ist irgendwie nicht niemand. Okay, dann fangen wir erstmal an und werden uns die abtrünnigen Geister hier vornehmen. Davon brauchen wir ja ganze 20 Stück, also wird es hier ein Stück dauern. Vielleicht spawnt der Questgeber dann in der Zwischenzeit. Muss es hier einen Angriff gegeben haben, weil die ganzen Kirin-Tor oder zumindest die Bevölkerung, die hier in dem Dorf um den Kirin-Tor-Turm gewesen ist, sind alle tot und sind aber als untote Geister irgendwie wieder auferstanden. Geister scheinen auch ruhelos zu sein, das heißt, unsere Aufgabe ist es, die abtrünnigen Geister zu besiegen, dass ihre Seelen dann wieder, hier könnten wir den Schmiedehammer bekommen, dass ihre Seelen dann wieder, Ruhe finden können. Okay, den Schmiedehammer, da müssen wir dann warten, bis er wieder respawned ist. Das wird wahrscheinlich eine der Quests sein, die hier noch angezeigt ist. Gut, hier drüben haben wir noch ein paar abtrünnige Geister. Machen wir die, bis der hier dann gerespawnt ist. Ah, und hier haben wir schon einen Name-Mob, den wir auch umhauen sollen. Kolien Frostwürker. Frostblitz kam wirklich noch durch. Dein Ernst?
Okay, da haben wir Kolians Kappe aufgehoben. Das heißt, da können wir nämlich eine Quest annehmen. Deswegen ist die hier verzeichnet. Als Quest. Und dann schauen wir doch mal. Hier drin wird wahrscheinlich auch ein Gegner sein. Weil da auch eine Quest angezeigt ist. Ah, okay. Der ist ebenfalls schon getötet worden. Dann würde ich sagen, ich mache hier einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich wieder, wenn er gerespawnt ist. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Er wird gleich erscheinen. Da ist er doch schon. Und gleichzeitig mit ihm eine abtrünnige Verteidigerin. Deswegen hauen wir mal unsere Irreführung auf unser Pad drauf und hinter uns war hier noch so ein abtrünniger Verteidiger oder Zauberer, der uns jetzt die ganze Zeit mit seinen Frostblitzen nervt. Deswegen müssen wir jetzt mal ein bisschen draufhauen, dass unser Pad dann das Tanken übernehmen kann. Ja, so ein abtrünniger Geist hier noch. Den hauen wir jetzt auch gleich noch mit um. Hat über die Zeit ganz schön Damage gemacht. Okay. Ja, wenn man so in den Respawn hineindringt, ne? Jetzt haben wir Datrix Klinge noch bekommen. Die gibt uns ebenfalls eine Quest. Also die Quests von den Named Mobs hier sind im Endeffekt, dass man ja, verschiedene Lokalitäten hier aufsuchen soll, um diese Questgegenstände, die wir hier erbeutet haben, abzugeben. So, und ich würde sagen, jetzt setze ich mich dann doch mal hin und werde mich erstmal kurz voll heilen. Weil der Frostdamage von den Ads ist dann auf Dauer doch etwas schmerzhaft. Und wir wollen ja jetzt hier nicht unnötig sterben. So, hier kommen schon die nächsten Leute rein, die ebenfalls die Quests hier machen wollen. Also ihr seht, es ist immer noch belebt, das Spiel. Und die Leute questen hier auch noch gern. So, hier vorne ist gleich der Lehrling. Da werden wir den mal umhauen und uns den Schmiedehammer holen. Ah, jetzt sind wir hier nicht im Sichtfeld. Ja, manchmal kannst du durch meterdicke Baumstämme schießen. Aber hier macht es dann so eine kleine Kante. Das geht dann halt nicht, ne? So, der Lehrling ist Geschichte. Locheführung war auch wieder ready. Dann können wir die Beschwörerin oder den Beschwörer Luminrad auch gleich noch mit umhauen. Ja, das machen wir heute einige an Quests hier. So, da ist der Schmiedehammer. Und bei dem Beschwörer kriegen wir den Mantel. Das ist auch wieder eine neue Quest dann zum Abgeben. Okay, so. 8 Geister oder 8 abtrünnige Geister brauchen wir noch. Hier ist Bessie, die läuft hier auch gemütlich rum. Wird wahrscheinlich dann auch eine Quest nochmal sein. Haben wir ja schon angenommen, die Quest. Die wird aber zu einem späteren Zeitpunkt dann von uns bewältigt werden. Wir machen jetzt erstmal diese abtrünnige Untoten. Prozent geht er mir auf Keks, weil er die ganze Zeit im Nahkampf ist. So. Okay. Dann hauen wir
den Geist hier noch mit um. Ihr seht, es gibt haufenweise Nederstoff. Also wer viel Nederstoff benötigt und den farmen möchte, im Nethersturm sind da hier die Untoten oder die humanoiden Blutelfen genau das Richtige, um den zu farmen. Okay, dann haben wir hier noch einen abtrünnigen Geist, links davon noch eine Verteidigerin. Drei Stück brauchen wir insgesamt noch. Selbstverständlich sind jetzt hier nur Besiegte vorhanden. Und hier auf der anderen Seite sind auch Questmobs da, aber ja, keine Geister, die wir jetzt haben wollen. Hier können wir den Schmiedehammer erstmal abgeben. Und wir sollen den Meisterschmied suchen und vernichten. Alles da. So, wir wollen aber jetzt erstmal noch so einen abtrünnigen Geist haben. Da unten ist noch einer. Hauen wir den schnell um und dann können wir die ganzen Quests erstmal abgeben, die wir jetzt hier gefunden haben. Sehr schön. Ja, im Detail gesehen haben wir eigentlich nur zwei Quests abgeschlossen. Aber die anderen drei, die wir noch zusätzlich gefunden haben, sind im Endeffekt ja fast schon abgeschlossen. Von daher macht es kaum einen Unterschied. Werden wir dann in einer der nächsten Folgen auch noch abgeben. Okay, so, jetzt müssen wir mal gucken, was für Quests wir hier haben. Genau, die können wir abgeben. Und hier sollen wir die Annalen vom Erzmagier besorgen. Das werden wir allerdings in der nächsten Quest machen. Hier drin läuft ein Elementar rum, alles klar. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir die Questreihe hier am Kirin-Tor-Turm in Kirin-War fortsetzen werden. Bis zum nächsten Mal. Ciao!